Hallo, ihr lieben Politikbegeisterten. Europawahl 2024. Was sagen eigentlich die Wahlwerbespots? Heute schaue ich mir den Wahlwerbespot der Partei der Humanisten an. Seid gespannt. Ich bin's auch. Denkst du nicht auch, da geht noch mehr? Auf jeden Fall. Stell dir vor, was wäre, wenn wir Wohlstand schaffen und das du nett. Dir deine Träume erfüllen kannst? Wenn ja, wir das auf jeden Klima Fall. So schützen, dass du auf einem gesunden Planeten alt und glücklich wirst und auch deine Kinder das noch können. Wenn wir Ordnung in Asylverfahren bringen, sodass Menschen Hilfe erhalten und wir europäische Werte schützen. Wenn wir Nicht die schlecht Digitalisierung eigentlich. Nutzen, Sehr damit dramatisch. du deinen Alltag meistern kannst, ohne um deine Daten oder deine Arbeit fürchten zu müssen. Wenn wir so stark sind, dass kein Autokrat der Welt es wagt, uns anzugreifen. Also ich muss sagen, mein Highlight bis jetzt war bei Autokrat der Welt ein Krokodil zu zeigen. Die Nummer finde ich ziemlich cool. Die haut einen überall raus. Man hat keinen Putin gezeigt, man hat keinen Erdogan gezeigt. Man hat keinen lustigen Donald Trump gezeigt, der hoffentlich nicht wiedergewählt wird. Ganz nett gemacht, aber sehr dramatisch. Wie so ein Kinofilm, Intro, Trailer, Teaser, weiß der Geier nicht was. Wie soll das gehen? Oh, ja, wir sind die dramatisch. PDH, die Stimme des sozialliberalen Aufbruchs, die Politik neu denkt. Mit unserem neuen und einzigartigen Politikstil sorgen wir dafür, dass die Politik dir nützt. Denn wir setzen auf Fakten und Wissenschaft. Wir hören Experten zu und entwickeln mit ihnen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Dann kannst du dich um dein Leben, deinen Job, deine Familie und deine Hobbys kümmern. Das ist ja nett. Guck mal, die machen das alles und ich kann mich dann um mein Leben, mein Job, meine Hobbys und alles kümmern. Und die machen alles für mich. Das ist geil. Ich muss übrigens als Anmerkung dazu sagen, ich finde es bis jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde tatsächlich diese Location, um diese 5 Personen da sind es, glaube ich, zu zeigen, die dann immer so im Wechsel rumgehen. Erstens hätte ich einen Namen unten drunter sehr cool gefunden, dass man auch weiß, wer da spricht. Und zweitens hätte ich es ziemlich geil gefunden, wenn da eine Ritterburg im Hintergrund war. Würde einfach besser zur Musik passen. 9. Juni wählen. Setze mit deiner Stimme ein Zeichen gegen den Stillstand und sorge für frischen Wind in Europa. Ja, also sehr, 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 sehr dramatisch. Am 9. Juni PDH wählen. Okay, das soll mal dahingestellt. Also in erster Linie fand ich den Clip tatsächlich sehr angenehm. Also das kann man nicht anders sagen. Ich wechsle mal wieder zurück zum großen Bild. Ich fand den Clip eigentlich sehr angenehm. Er war sehr, 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 sehr dramatisch. Also jetzt nichts irgendwie, wo ich große Informationen raushole, außer dramatischer Clip, es gibt viele Probleme. Das ist im Endeffekt das, was hängen bleibt. Also das, was man so auch mitbekommt. Und dann kommen die 5 Personen in eine Reihe, die alle sagen, wie gut sie alles machen wollen, neue Politik und so weiter. Kenne ich auch von Volt, ja, wird da genauso gemacht. Klingt ziemlich ähnlich, wenn ich ehrlich bin, aber ist ja egal. Also Kritikpunkte, die ich habe, ist an diesem Video tatsächlich ich weiß überhaupt nicht, wer da redet. Das wäre total nett gewesen, wenn da mal ein paar Namen drunter ständen und was die machen. Sind die schon im Amt drin und so weiter? Wen wähle ich da überhaupt? Und ja, ich finde es zu dramatisch. Wie seht ihr das? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und mir kamen so viele von diesen Stockbildern bekannt vor. Vielleicht macht er einfach mal ein paar Keynotes, wenn er ein Bild wiedererkannt hat und wisst, das war aus diesem Ding. Fände ich mal interessant. Alles klar, bis denn.